21, ich glaube 21 oder 22. Heute haben wir den ganzen Morgen eigentlich hier gechillt, ein bisschen in der Sonne gelegen, weil es erst heute Abend um 4:30 weitergeht. Wir fahren jetzt gleich zum Tanalo-Tempel, aber der ist nicht so weit weg, ungefähr eine Stunde Fahrt. Und hoffen, dass wir noch den Sonnenuntergang dabei erwischen, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und mehr passiert heute auch eigentlich nicht. Und von daher beginnt das Video oder die Videos auch erst jetzt am Tag. Morgen geht's dann, sind wir nochmal den kompletten Tag on Tour. Und übermorgen ziehen wir um. Einfach hier die Straße runter ins Hotel, weil wir die Wohnung hier nur bis zum 29. haben. Deswegen bleiben wir eine Nacht im Hotel. Und dann geht es weiter auf die Gili-Insel. Ich habe ja gesagt, Transfer haben wir vor ein paar Tagen klar gemacht. Es sollte also kein Problem sein, wenn sie uns abholen. Dann gibt es weitere Videos. Wahrscheinlich denke ich mal erst später, weil ich denke mal, das Internet auf den Inseln komplett versagen wird. Aber wenn wir noch auf dem Rückweg sind in Bangkok, werde ich versuchen, die dann spätestens dann wieder komplett, wenn die wieder zu Hause sind, fertig zu machen und hochzuladen. Und dann ist auch alles komplett für diesen Urlaub. Warum melde ich mich jetzt und nicht gestern vom Tempel? Ja, gestern war der Bali-Fail. Irgendwie hatten wir überall einen Tag, der nicht ganz so geklappt hat, und gestern war der. Unser Fahrer hat uns gestern abgeholt und dann wollte er eine Straße fahren, die war gesperrt. Dann mussten wir eine Umleitungsstraße fahren, die war dann mega verstopft. Naja, und weil wir ein bisschen spät halt oder knapp losgefahren sind, war dann halt nichts mehr mit Tempel. Wir sind da angekommen, es war stockduster. Naja, und verschieben wir das Ganze auf übermorgen, was halt nicht so gut ist, weil ich eigentlich den letzten Tag, den wir hier sind, chillen wollte, aber naja, jetzt fährt uns auf jeden Fall dann nochmal hier hin. Ich habe auch kein einziges Video gemacht von gestern, weil es so stockdunkel war, dass man nichts sehen konnte. Wir waren danach noch ein bisschen besser essen. Aber sonst habe ich nichts gefilmt davon. Okay.